On the Way with Sven. So einen wunderschönen guten Morgen. Gute Unterkunft, schlechte Unterkunft, sehr gut geschlafen. Komisch. Ich weiß es nicht. Ich kann es ja bewerten, deswegen lasse ich das Thema mit den Bewertungen aus. Aber ich habe gut geschlafen und das ist das Wichtigste. Der Herbergsvater ist sehr nett und bemüht sich. Und das Essen war sogar relativ gut, das Pilgermenü. Habe ich nicht gefilmt, habe ich nicht fotografiert, sorry. So, nun ist es heute auch noch passiert. Alle meine Mitpilger sind von dannen gegangen. Also das Thema ist mein schönes... liebevolles Pärchen aus Wien bzw. Hamburg müssen jetzt überspringen, weil sie die Urlaubsende naht und die Zeit nicht mehr ausreicht. Das heißt, die werden von hier nach Ponferrada jumpen und weiterlaufen. Und der andere Kollege, der immer wieder mal im Video zu sehen war, hat sich in Leon ausgeklingelt und hat gesagt, er braucht mal Zeit für sich. So, aber ich habe ja euch. Bin ja so froh drüber. Heute Step nach Astorga, wunderschöne Stadt, lohnt sich wirklich. Und jetzt muss ich mal gucken, ich habe noch kein Frühstück. Ich werde jetzt ohne Frühstück losrasen müssen. Schauen wir mal, wo wir landen. Ja, frühmorgendlich geht es dann auch hier schön, wieder an der Bundesstraße entlang. Aber ich habe ein paar Infos. Das Thema heißt... Der Rest der Strecke, habe ich mal gestern so überflogen, müsste ich 15 Tage jetzt noch brauchen. Und ich beeile mich gerade, weil die zwei, das Pärchen hat doch entschieden, den anderen Bus aus Astorga zu nehmen und laufen heute nach Astorga rüber. Jetzt gucken wir, dass wir uns noch schnell treffen, nix Frühstück. Yeah, ich habe zwei Pilger überholt. Und ganz wichtig, die Pilger sind am Spitze des Steins. Hier ist er. Ich habe ihn. Yes. Uff. Ja, einer der schönsten Brücken auf diesem Weg. Und diese Brücke, die signalisiert eigentlich auf den armen Pilgern. Ab jetzt wird die Landschaft schön. Man sieht auch da hinten, der Berg kommt. Wir sind jetzt Richtung Galizien unterwegs. Und Puente de Ortega sind wir hier. Und ab jetzt dürfte theoretisch die Bundesstraße Vergangenheit angehen. Und hier wartet mein Frühstück. Ist ja schon vorbestellt. Irgendwo da hinten sitzen sie. Die haben mir gerade ein Bild geschickt. Übrigens auf dieser Brücke werden auch Ritterspiele ausgeführt. Gemacht. Naja, kann man machen, ne? Hier. Ach, hier sind die Ritterspiele. Schaut, das ist alles schon vorbereitet. Sehr schön. Moment.
Ja, wenn man beim Frühstück schon mal schon eine schöne Aussicht hat auf die Brücke, schaut euch das mal an hier. Mit Ritterspiel und Pilger, die da rumeiern. Buon Camino! Ich quäle mich für euch ganz speziell. Hier rechts geht es Richtung Weg. Das ist hier, schön in die Natur. Und da geht es die Straße entlang. Und wenn ich mich für euch peinige, dann heute. Nee, ist ein anderer Grund. So ein unauffälliger Mitpilger. Hier ist neben mir, der hat auf mich gewartet und seine Frau ist vorgerannt, weil sie den Weg gehen wollte. Also laufen wir jetzt gemütlich den Abschiedslauf. Quasi. Ja, der Weg ist immer wieder schön, wenn man dann gerade ausguckt und man sieht dann schon wieder Berg runter, Berg rauf. Freut sich bei so einem Tag auf eine Tankstelle. Da steht das Wort Cafeteria, da werden wir wohl mal über die Autobahn rennen. So, im Buch steht hier ganz toll, wunderschöne Aussicht auf Astorga, hier vorne am Kreuz, und ich kann mich daran erinnern, dann werden wir mal den Ausblick blicken. Ja, da ist es, Astorga, dann rasen wir mal darunter, was mein Bein hergibt. Astorga ist es nicht eine alte Firmenhalle, sondern das ist tatsächlich die Brücke über die Eisenbahn. Das ist ein sehr spannendes Konstrukt immer wieder. Da fahren wir mal rüber.
Ja, normalerweise läuft man dann hier hoch zwischen Rhein. Links ist gleich die Municipalherberge und rechts ist das Wellnesshotel, wo auch einige absteigen. Ab und zu mal kann man einfach verstehen. So nach langer Zeit kann man das mal machen. Aber ich folge heute den zwei gleich direkt zum Busbahnhof, weil ich tue mich jetzt dann verabschieden. Da, die Spanier machen es richtig. Das heißt nämlich Centro de Salud. Also nicht Krankenhaus, sondern Gesundheitshaus. So, dass ihr es auch mal seht, das da vorne ist quasi ein Busbahnhof. So sieht es in Spanien aus. Eigentlich im Grunde genommen ist hier die Businfrastruktur besser als die Zuginfrastruktur. Ja, nun fahren sie dahin, nach Ponferrada. Ja, immer wieder Abschied tut weh. Naja. Aber kennenlernen ist ja auch schön. Also es gibt immer Yin und Yang. Auch mal interessant, die Gaudi links und rechts die normale Kirche und von hinten, das ist auch mal schön. Und man darf nicht vergessen, man hat die Gaudi hier gebaut, also die links, der Bischofssitz für einen Bischof hat Gaudi wirklich gebaut, aber der Bischof ist nie eingezogen, also eigentlich auch bescheuert. So, es tut mir leid, die Speedy ist gerade leer, da muss ich erstmal aufladen und hier ist dann quasi das Gaudi und die Kirche und da laufen wir jetzt mal hoch. Und man darf nicht vergessen, in Spanien ist es soweit. Alle Kirchen sind Museen. Und was darf nicht fehlen?
Souvenirs. Yes. In Gaudi gehen wir nicht rein, weil da war ich schon mal drin. Das ist quasi ein Pilgermuseum. Allerdings, sehe ich gerade. Ist nicht viel zu sehen. Aber schönes Design von außen. Innen ist es gar nicht so schön wie von außen. Glaubt mir das. Das haben wir auch noch nie ausprobiert. Machen wir doch gleich mal. Hier ist Telepizza. Telepizza ist ein Pizza Express. Jetzt probieren wir doch mal einen spanischen Pizza Express aus. Und dann laufen wir noch mal kurz durch die Stadt und ich zeige euch ein bisschen was. Allerdings ist Speedy leer. Ja, Sorga ist schon auch eine schöne Stadt, aber relativ klein. Darf man nicht vergessen, aber hat zwei wunderschöne Kathedralen, habt ihr schon gesehen, von Gaudi und hier der Place de Español, quasi der Innenstadt. Und das ist das Astorga weltberühmte Spa-Hotel. Der Gag an der Geschichte ist, die Zimmer sind nun mal so teuer, 75 Euro. Und kann man sich hier mal gönnen auf dem Weg zwischendrin. Also wirklich ein 4-Sterne-Hotel. Ganz toll. Kann man machen. Ja, das war's auch schon für den Tag. Hier die Zufassung hier herzulaufen. Ich muss ganz ehrlich sagen, Astorga ist schon eine schöne Stadt, aber nicht so gut wie Pamplona mit ihrer Lebendigkeit oder Burgos. Naja, aber die Qual ist tatsächlich, ich habe mir jetzt heute mal, gehen wir mal auf ein anderes Thema, eine Blase reingelaufen. Und das, was ich vorher hatte, ich weiß es nicht, das war undefinierbar. Das war quasi, die Hornhaut hat sich geöffnet und ich habe Schmerzen gehabt. Ich vermute, ich habe unter der Hornhaut eine Blase bekommen. Jetzt hat sie sich mal seitlich rausgequillt. Jetzt weiß ich auch, was zu tun ist. So, das heißt, ich werde mal gucken, die nächsten paar Tage noch ein bisschen kürzer treten, macht aber nichts. Habe ja keinen Zeitdruck mehr. Morgen geht's nach Sombrero? Nee, da geht's nicht hin. Irgendwo auf dem Berg hoch. 20 Kilometer. So, und ich werde mich jetzt mal in die Apotheke verabschieden und mich ein bisschen eindecken mit Desinfektionsmittel und sonstigen. Und weiterhumpeln. Und was braucht man noch? Schmerzmittel. Leider.